Ich war tätig für eine kantonale Einrichtung, ein Amt und hatte zu tun mit vielen Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen, mit Psychologinnen, Psychologen und es ging um Kindesschutz im umfangreicheren Sinn. Und die Geschäftsleiterin, die war eigentlich durchaus menschlich. Und sie hatte einen relativ großen Verantwortungsbereich, der sich über verschiedene Außenstellen erstreckte. Also es war nicht nur unsere Dienststelle betroffen. Und es war klar, dass irgendwie in den Außenstellen Turbulenzen herrschten. Und ich habe das mitgekriegt und ich habe es nie ganz verstanden, was denn da ablief. Die Leute haben sich über sie beschwert. Ich konnte das nicht so nachvollziehen, weil bei uns der Laden eigentlich ganz rund lief. Und ich dachte dann, ja, das sind unzufriedene Mitarbeiter, die sich gegenseitig aufstacheln und die ganze Unzufriedenheit zu einem Riesenproblem aufbauschen. Und es gab dann einen Leitungswechsel. Das heißt, ich war mindestens 6 Jahre da in dem Betrieb und ich habe mich pudelwohl gefühlt. Meine direkte Vorgesetzte, die sehr jung war und sehr kompetent, die war quasi die Assistentin von dieser Leiterin. Und beide machten aus meiner Warte aus einen guten Job. Es gab dann, wie gesagt, einen Leitungswechsel auf einem Nebenschauplatz und dieser Leitungswechsel hatte gravierende Auswirkungen. Die neue Leiterin wurde, beziehungsweise die alte Leiterin wurde ersetzt. Sie war sehr kompetent, sie war sehr menschlich, sie war, soll ich sagen, sie hatte ihren Laden im Griff und die neue Leiterin, gelinde gesagt, inkompetent, menschlich, große Defizite und auch ganz klar, ich sag mal, Persönlichkeitsakzentuierungen. Also da hätte man auch mit dem ICD-10-Katalog arbeiten können und herausfinden, was gibt es da für Diagnosen. Und diese Frau, die hat den kompletten Laden zur Sau gemacht. Das heißt, sie hat die Stelle gegen außen sehr schlecht vertreten. Sie hat innen absolut massivste Führungsschwächen gezeigt, Kommunikationsschwächen. Sie hat Fehler gemacht. Sie hat anderen Leuten die Fehler untergejubelt. Und es war wirklich, eigentlich war es ein Skandal. Und diese wirklich top funktionierende Dienststelle, die ging zur Sau. Die ging zur Sau innerhalb von einem Jahr. Ich, wie immer einer, der die Schnauze nicht halten kann, habe mich da mal mit der Geschäftsleiterin ausgetauscht, also nach oben, und habe ihr meine Bedenken mitgeteilt, bevor es die Angestellten dieser inkompetenten Leiterin gemacht haben. Und sie hat da durchaus menschlich und adäquat reagiert, zumindest in diesem Gespräch, und die ganze Entwicklung steigerte sich dann ins, ich sag mal, fast ins Unermessliche. Es kam zu massiven Kündigungen, einer Kündigungswelle. Es gingen rund 25 Leute. Es ging so weit, dass wir nicht mehr verstanden, was da gemacht wurde. Denn diese funktionierende Dienststelle, die wurde von dieser neu eingesetzten Führungsfunktionärin wirklich kaputt gemacht. Und die Geschäftsleiterin, die switchte irgendwann. Das heißt, irgendwann schaltete sie jegliche Menschlichkeit aus und setzte Entscheide durch und wurde illoyal gegenüber den Mitarbeitern. Sie wurde falsch. Sie wurde. Es ging schon fast ins Asoziale, was sie machte. Es war wie Mobbing von oben, beziehungsweise. Es ist ganz schwer zu beschreiben, wie sie es angestellt hat, aber einfach, sie hatte mit einer Rigidität hat sie ihre Entscheidungen auf Führungsebene ganz klar in massivster Weise hat sie die durchgesetzt, obwohl es klar war, dass sie sich verzettelt hat.
Und dieses Durchsetzen in der Rigidität, das überraschte alle. Denn es hätte ja eigentlich nur den Entscheid gebracht, okay, wir werden zugunsten des Teams, zugunsten der Institution und zugunsten der Dienstleistung, und die war umfangreich und hatte auch ein umfangreiches Einzugsgebiet, werden wir uns was überlegen. Sie inszenierte Sitzungen, Supervisionen, sie gab so pro forma, bot sie Hand für Unterstützung, und alles war organisiert, alles war gelogen, alles war in einem Ausmaß, ich sage mal auch inszeniert, und wurde in einem Ausmaß durchgepaukt, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Wir haben uns dann als Team, als Mitarbeiter, haben wir uns dann eine Instanz höher versucht zu melden, und da war dann der Amtschef, und der Amtschef, der ist schon ziemlich nahe, oder beziehungsweise so ein, ich sag mal, ein kleiner Narzisst mit Politikerallüren. Und von dem wurden wir als Mitarbeiter, die sich besorgt geäußert haben, es ging immer um Besorgnis und um das Hoffen, dass unser Appell gehört wird. Es ging um Kindesschutz, es ging um Qualitätsverlust, es ging um und. Der Amtschef ließ uns gnadenlos abblitzen. Gnadenlos. Es war ganz klar, dass in der Führungsriege und in der Führungsetage keiner dem anderen quasi vor die Tür scheißt. Also die einmal getroffenen Leitungsentscheide und die einmal gemachten oder getroffenen Entscheidungen, die wurden auf keinen Fall revidiert. Egal, was für Auswirkungen sie hatten, egal, was die Folgen davon waren. Naja, was dabei passierte, es war klar, sagen wir mal, es gingen in gesamthaft mindestens 30 Personen. Es kamen neue, die auch ganz schnell wieder gingen, weil sie merkten, dass es unerträglich war, in diesem Laden zu arbeiten. Ich habe dann auch verstanden, was das Problem war in den Außenstellen zuvor. Nämlich, dass diese Geschäftsführerin, die eigentlich durchaus menschliche Züge hatte, im Notfall, ich sag mal, wenn es wirklich hart auf hart kam, nichts machte, was der Institution zugute kam, sondern ausschließlich rigid die eigenen Entscheidungen durchzupacken. Die einmal gefällten Entscheidungen, die waren unumstößlich, da gab es nichts zu rütteln. Und genauso machte es ihr Chef, der Amtschef, und genauso, das habe ich dann auf Privatebene ein Stück weit dann erlebt, machte es auch ihre damalige Assistentin, obwohl die dann, ich sage mal, noch rechtzeitig abgesprungen ist. Was ich erlebt habe, hat ganz stark mit Narzissmus zu tun. Was ich erlebt habe, ist, das nicht eingestehen können von Fehlern, von Fehlentscheidungen, das ist unglaublich destruktiv, und gleichzeitig stützt es aber dieses destruktive System, dieses kranke, dieses nicht funktionierende System. Und wenn ich es mir jetzt so rückwirkend mal, wenn ich das Ganze betrachte, muss ich sagen, das war eine Mini-Corona-Situation. Denn genau das haben wir auf der gesamten Welt, auf der ganzen Welt, aktuell. Wir erleben das. Entscheide, die einmal gefällt wurden, können nicht zurückgenommen werden. Im Gegenteil, es wird, man klammert sich da an, inkompetente Leute, die die Kompetenten ausschalten, weil sie die Macht haben, und ihre Entscheidungen um jeden Preis durchpacken. Nur weil keiner von diesen Idioten den Arsch hat zu sagen, hey, ich hab Scheiße gebaut. Um zu sagen oder sagen zu können, ich habe Scheiße gebaut, braucht es, ich sag mal, Selbstreflexion, Reflexionsfähigkeit, Einsicht, ein Stück weit auch Demut. Genau das, was in unserer narzisstischen Gesellschaft die absolute Ausnahme ist und vor allem auf Führungsebene fast nicht mehr vorkommt. Schaut euch mal um, wie es läuft. Menschlichkeit wird aufgegeben zugunsten
von Macht zugunsten von Einfluss. Es geht nicht mal ums Gesicht wahren, denn es ist offensichtlich, dass Idioten am Werk sind. Es ist offensichtlich, dass Inkompetenz grassiert, auch in Corona-Zeiten, global gesehen. Führungsschwächen, massivste Führungsschwächen, in der Regel aufgrund von Persönlichkeitsstörungen. Denn Leute, die in die Politik wollen, seien wir ganz ehrlich, da gehen Leute in die Politik und haben Macht und Einfluss über Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen von Leuten, werden zu Staatsmännern oder Staatsfrauen. Wie krank ist das denn überhaupt, dieses System? Welcher Mensch kann von sich sagen, wie beispielsweise Merkel, dass er oder sie im Alleingang für 90 Millionen Menschen die Verantwortung übernimmt? Oder in China? China läuft es anders. Sagen wir mal, möglicherweise noch kommunistisch, wie auch immer. Aber auch da gibt es eine Führungsriege, die die Verantwortung übernimmt für. Und das Problem ist, man lässt es mit sich machen. Die Gesellschaft lässt es mit sich machen. Gestern Abend, anderes Thema. Gestern Abend war ich am Limmatquai in Zürich, Niederdorf. Wunderschön, es war ein sehr milder Abend. Ich habe mich noch mal so richtig wie im fast ein bisschen spätsommerlich habe ich mich gefühlt, das spätsommerliches Klima, es war bis spät am Abend war es warm, es war eigentlich wunderschön. Gegenüber auf der anderen Straßenseite, wir saßen in einem Café auf der anderen Straßenseite an der Limmat direkt, da kamen zwei, ich denke es waren Roma. Nichts dagegen, will da gar nichts sagen, aber der eine hat da sein Akkordeon ausgepackt und der andere, jetzt Vollbremsung. Und der andere irgendwie mit so einer, ich weiß nicht was, eine Gitarre oder eine E-Gitarre oder irgendwas, plus Verstärker. Und das hat unglaublich beschissen geklungen. Also wirklich unglaublich beschissen. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich weiß nicht, was es hätte sein sollen. Jetzt muss ich da schnell raus. Ah, da gibt es natürlich auch wieder ein paar Ego-Ärsche. Entschuldigung, Straßenverkehr ist der Egoismus. Ein Stück weit bin ich davor auch nicht gefeit. Im Straßenverkehr ist der Egoismus eigentlich Teil des Systems, genauso wie in der Gesellschaft normal. Eigentlich ein Abbild davon. Wie auch immer, zurück zum Thema. Die beiden Romas, wenn es denn Romas waren, die haben dermaßen falsch gespielt. Und dieser Verstärker, ich weiß nicht, was da war, aber jedenfalls hatten sie noch ein Echo drin und es hörte sich unerträglich an. Es hörte sich wirklich kaum erträglich an. Und schätzungsweise 150 Leute sitzend haben das mitbekommen. Haben das mitbekommen in einer Lautstärke, dass es wirklich unangenehm war. Unangenehm. Es ging in die Ohren. Und Passanten, Laufkundschaft, sag ich mal, Durchgangsverkehr, haben das ebenfalls gehört. Niemand hat etwas gesagt. Sie haben mindestens 3 Lieder gespielt, also locker 15 Minuten oder 10, 15 Minuten. Und ich habe die Leute angeschaut, ich habe meinen Freund angeschaut und ich habe gesagt, muss ich jetzt wieder aufstehen und den Kerlen das sagen, dass es unerträglich klingt, dass sie bitte aufhören oder leiser schalten oder was auch immer sollen? Niemand hat etwas gesagt. Dann ging mir der Begriff Zivilcourage durch den Kopf. Dann ging mir der Begriff, hey, ich lass mir das nicht gefallen, durch den Kopf. Oder hey Leute, wenn irgendwas wirklich absolut in den Miesen ist in der Gesellschaft, dann macht die Schnauze auf. Macht die Schnauze auf. Wenn ihr merkt, dass ihr verarscht werdet, dann vielleicht könnt ihr es nicht mehr ändern, weil es schon zu spät ist. Aber dann gebt wenigstens zu erkennen, dass ihr gemerkt habt, dass ihr verarscht worden seid. Ich weiß nicht, wo anfangen, ich weiß nicht, wo aufhören. Aber dieses Schäfchensystem, das wir aktuell auf der Welt haben, dass Leute, die genau wissen, hier ist unglaublich viel in den Miesen und
trotzdem wird weitergemacht und man ordnet sich unter und man ist gehorsam, man lässt es sich gefallen. Warum? Warum wacht niemand auf und haut auf den Tisch? Beziehungsweise warum wachen nicht mehr Leute auf? Denn einige wachen ja auf und einige hauen auf den Tisch. Gehen wir mal davon aus, Corona sei doppelt so schlimm wie eine normale Grippe. Es sterben doppelt so viele Leute. Wären dann diese Maßnahmen aktuell gerechtfertigt? Ich kann euch versichern, und ihr könnt das statistisch ebenfalls nachprüfen, es sterben nicht doppelt so viele. Macht vielleicht auch mal einen Vergleich mit einem normalen Grippejahr, wo jeder Mensch, egal ob gesund, ungesund, auf Grippeviren getestet würde. Was denkt ihr, was da alles zusammenkommen würde? Ja, ich predige immer wieder und ein bisschen könnte man meinen, dass man vom Thema Sucht weggekommen ist auf Suchtfreiheit, aber ich kann euch versichern, dem ist nicht so. Im Gegenteil, diese Themen, die gehören zusammen. Die gehören zusammen, denn wir haben ein zutiefst krankes, pathologisches System aufgrund von Gier- und Suchtverhalten. Sucht nach Macht, Sucht nach Anerkennung, Sucht nach Einfluss, Geltungsbedürfnis, Geltungssucht, all diese Themen. Nicht stoffgebunden. Diesmal geht es nicht um stoffgebundene Süchte. Ich sage, die Leute, die ihre Kompensation, ihre seelischen Defizite durch Einflussnahme, durch Macht, durch Karriere steigern, erreichen, die Leute, die machen unsere Welt kaputt. Die Junkies, die machen ihre eigene Welt kaputt und möglicherweise die ihrer Angehörigen. Das wäre es dann aber. Also die Dimension, die wir jetzt haben, ich sage, das ist Suchtverhalten und die Auswirkungen, die sind global, nicht im Kleinen. Ja, gepredigt, möglicherweise geuploadet oder möglicherweise nicht. Egal, ich überlege es mir, schaue es mir nochmal an. Es muss einfach gesagt sein, denn wenn die ganze Scheiße vorbei ist irgendwann oder wenn möglicherweise komplett neue Verhältnisse herrschen, dann möchte ich nicht, so oder so, möchte ich nicht zu denen gehören, die sich nicht geäußert haben in ihrem kleinen persönlichen Rahmen. Ja. Ob ich was verändern kann, weiß ich nicht. Ob ich was beeinflussen kann, weiß ich nicht. Aber ich will es gesagt haben. Danke fürs Zuschauen und tschüss.